Boah, an den Mittelsrand. Da bewegen sich ja schon die Knochen. Aber sieht aber sehr hübsch aus. Also, ich weiß nicht, ob ich das so toll finden werde hier, aber. Nicht irgendwas? Nö, keine Hinweise, ne? Nö. Ihr könnt euch mal gut vorstellen, diese Geister, sieht man diese. Geisterviecher. Das ist ein Bär. Immer ein Schneebär zur Begrüßung. Finde ich auch geil. Oh Gott, sind die hart. Ja, hart im Nehmen. Oh. Na, jetzt reicht's. Na gut. Wir haben nichts, habe ich mir schon gedacht. Gut, ich werde hier bloß bewaffnet bleiben. Klar. Wow. Da kommt es aber ange. Hier ist nur Bären, aber ist nur gut. Bären gehen ja noch. Ja gut, Bären. Bären gehen ja noch. Aber wir kennen das Spiel ja immer schön schnell speichern. Weil wir kennen es ja immer dann, wenn man denkt, ja, ist ja nicht so schwer, ne? Ist ja nicht so hart, kommt mal irgendein Mistviech. Sonst übelst die Fresse poliert. Haben wir alles schon erlebt. Ich will mir jetzt ganz gut Skiva vorstellen. Fehlanzeige. Aber irgendwie, man ist ja mittlerweile schon ein bisschen so eingespielt. Was es angeht, man geht einfach so rein. Wenn damals wäre ich vielleicht ein bisschen vorher reingegangen, aber mittlerweile. Trauger. Hör sofort. Er ist mittlerweile auf 4 eingespielt und man. Es läuft einfach. Oh, glaube ich auch wieder sehr viel Glück gehabt eben. Ich eben keinen Schuss getroffen hat, das war aber eher. Zack. Zack. Hallo? Waffen. Raus damit. Ja, es ist natürlich auch sehr, sehr viel routinierter, ne? Klar, wenn man das schon ein bisschen kann. Ah, mittlerweile schon 50 Stunden auf dem Spiel. Wir haben ja auch davor schon Skyrim gespielt. Mittlerweile habe ich schon insgesamt weit 100 Stunden Skyrim gespielt, insofern. Ist klar, dass ich da ein paar Sachen schon kenne. Ich meine, ich habe es nie durchgespielt. Zum Glück mache ich. Aber ich will das auch nicht haben. Bin davon kacke drauf, das hier. Damit. Gleich raus mit dem Kack, weil dann nimmt man es mit und dann vergisst man es am Ende. Am Ende kackt man sich aus, ist kein Gewicht mehr tragen kannst, weil du immer. Mörder. Ein Hatterer. Alter, in die Schnauze. Das ist 2 Gold, das nehme ich mit. Leer, ist leer. Finde ich auch ganz gut, wenn man das im Feuer sieht. Oh, morgen! Bevor natürlich mich irgendwas atmet so hinter mir. Drehte mich um. Der Spiegel. Ja, falls ich es auch haben wollte. Ach, Junge. Das ist eigentlich eine Vase, ne? Vase. Blocken verbessert. Geil. Cool. Sehr gut. Das freut mich. Eisenbahn, ja, ich kenne den, ja, vorher auch nicht mehr. Weiß nicht, ob ich das noch brauche. Ich glaube nicht, Leute, lass einmal mit schmieden. Meiner kann aber nicht schmieden, das ist untalentiert. Spielt aber so ein Rowdy.
Das haben wir aber auch ganz schnell über irgendwelchen Kack ein, ne? Den man gar nicht haben will. Vergesst niemals, egal wie leicht es ist, zu speichern. Bei schweren Sachen vergisst man es ja selten. Ah, genau. Jetzt besiegt er mich gleich oder so. Dann beißt es halt nie. Ja, ich meine, gut, dass er mich jetzt nicht besiegt. Okay, er lebt das nur wieder. Jetzt aber nicht mehr. Also ich schon oft jetzt erlebt habe in dem Spiel. Entsteht er immer genau dann, wenn man damit nicht rechnet. Also ist ja nicht so bei vielen Spielen so. Aber müsst ihr mal aufstehen oder das Weihnachten? Deswegen passt das schon so und ich finde diese Waffe nicht. Diese Waffe einfach so unfassbar geil. Noch mehr Schläge, Alter. Ja, wir sind wieder so stark. Ich glaube, wenn wir uns die Rüstung mal so zusammensuchen, passt das auch. Orkische Mittel, da war nicht so geil, ne? Nee, da war nicht so geil. Geht auch so instant los, ne? Dass du ja das abbekommst, wenn man gegen drauf läuft. Aber wenn man hier und da ein bisschen wieder Gold einsammelt, ne, und so, dann kommt man ja auch auf ganz gutes Geld. Boah, das, also, ich glaube, jetzt habe ich irgendwie, keine Ahnung, jetzt habe ich einen Magenbruch, keine Ahnung, also das klingt eben, glaube ich, sämtliche Weichteile, sämtliche Gedärme. Hallo, wie geht's? Der Drauger LP, ja, wie kann ich Ihnen helfen? Ich finde wir auch noch irgendwie ein Buch oder so, was uns zeigt, wo die Steine sind. Ich bin ja mal kein Fan des Wissensbuches, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich hier schon etwas eingesetzt habe, in Dead Space auch eingesetzt habe, in Hitman halbwegs schon, halbwegs, weil ich habe die Idee nicht ganz umgesetzt, wie das da drin stand. Aber dazu dann, wenn die Folge kommt. Aber ich bin kein Fan des Lebensbuches. Manchmal ist es aber notwendig, manchmal muss man. Es ist halt leider so, kann man auch nicht ändern, man muss einfach, weil man irgendwie auf die Idee nicht kommt, weil halt irgendwie ganz blöde kompliziert denkst, weil es ja schon spät ist. Was? Hallo, wie geht's? Ich kann dich helfen. Wow, ist ja voll der krasse Typ, ey. Ich hab schon härtere Gegner gesehen. Das ist mal nicht ernst. So. Also wie viel Gold wir bekommen, ne? Wir sind bei 2000, Alter, das passt doch. Müssen jetzt ein bisschen sparen, ein bisschen warten, bis wir wieder was bekommen. 2-2-2. Das ist hart. Wie nett. Sehr freundlich. Hier nochmal 3, da nochmal 7. Also man bekommt halt schon gut Geld, ne?
Man immer mal 7, immer mal 2, macht dann auch irgendwann eine gute Summe aus, ne? Was ich ganz ehrlich sagen. Irgendwann macht sie es bemerkbar. Ja, gut so. Das ist ganz nett so, wenn man das ein bisschen sammelt. Mist. Es gibt eine Narbe. Na gut, wie viel oft ich schon mal eins ab. Ah, wie viel ich schon eins abbekommen habe, da hätte ich schon einige Narben haben müssen. Halt bei Elder Scrolls 6 dann. Narbenfresse. Einmal mit einer Narbenfresse. So. Keine Ahnung. Mal gucken. Mal gucken, wie Elder Scrolls jetzt wird. Was ist überhaupt, wie das Game wird? Ich meine, viele. Wir denken ja schon, dass sie wissen, wie es wird. Und sind ja jetzt schon ein bisschen angepisst wegen der Engine. Ich sehe das auch kritisch, dass sie jetzt hier die Creation Engine benutzen. Das ist ja die gleiche, die sie hier benutzen, die sie bei Fallout Oblivion benutzt haben. Bin ich auch ein bisschen, weiß ich nicht. Neue würde ich vielleicht auch ganz gut finden. Gerade wenn man merkt, wie es mit Fallout 4 war und mit Fallout 70 wohl wieder. Ich weiß es persönlich nicht. Aber schon gehört, dass es damit ziemlich verpackt sein. Und nicht gerade, sagen wir so, das Game, was man sich so vorstellt. Und weiß ich nicht. Also ich kann das gerne nicht beurteilen. Ich sehe das Spiel jetzt auch nicht irgendwie schlimm gegenüber, dass jetzt sagst du, oh nee, ist wieder voll scheiße. Leider auch nicht. Aber ich weiß es nicht, ne? Also ja, das kann ich wissen. Und ich werde der Letzte sein, der ein Spiel vorher schlecht redet. Das mag ich überhaupt nicht. Finde jedes Spiel, egal, hat die Chance verdient, gut zu sein. Hat die Chance auch verdient, schlecht zu sein. Bin einfach mal relativ fair. Sag so, ja. Natürlich kann scheiße werden, aber das weiß ich jetzt ja noch nicht. Es weiß keiner von uns genau, ob das schon scheiße wird. Vielleicht wird das doof, weil die gleiche Engine wird. So, das kann ja sein. Aber jetzt schon da ein bisschen negativ drüber zu denken, weiß ich nicht. Bin ich eher weniger ein Fan von, weil ich eher. Bin eher einer, der sagt so, ja. Am Ende, wenn das Game draußen ist. Und dann wird's doof. Oder dann hat es irgendwelche Bugs oder was weiß ich. Werde ich der Letzte sein, der sich da hinstellen wird und sagen wird, oh, geiles Game. Volles Willen. Aber so lange. Weil's Maul ist. So lange, wie das Game noch nicht hundertprozentig irgendwas gezeigt hat, kann ich doch nicht beurteilen. Was soll ich denn beurteilen? Deswegen beurteilen das Game eigentlich jetzt schon, obwohl man noch gar nichts gesehen hat, oder so ein Teaser-Trailer. Bedenken kann ich verstehen. Bedenken sage ich auch nichts gegen. Doch dieses, jegliches Ablehnen des Games, weil es nur die Creation, die Engine benutzt, finde ich halt so ein bisschen. Das muss nicht sein, Leute. Es ist in Ordnung, wenn man dachte, das Game ist nicht so meint, oder... Oh, hab ich was geöffnet. Oh, hier ist wieder... Nee, wollte ich nicht. Verlorene Kopter, bitte. Ich hätte gleich hier lang gehen können, oder? Ach, das nicht. Wir haben gar nicht unter Heilungs-Item benutzt, für nix. Von dem Boss kommt am Ende nicht geil. Ist gut. Achso, wir haben eine Mixtur für ihn bekommen. Okay. Und das war's. Das war die Quest. Irgendwie. Ein Spiel beim Bankett, okay. Nein, deswegen, ich bin da, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz optimistisch. Ich bin nicht gehypt auf Elder Scrolls 6, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich finde den jetzigen Hype, was so eine. Das ist ein Game irgendwie, was weiß ich nicht, noch so viele Jahre hin ist. So. Bin ich überhaupt nicht gehypt. Also, freuen, ja. Natürlich freue ich mich auf das Game und ich werde auch zocken. Ich werde auch damit Spaß haben, weil jetzt so die Sache, das brauche ich jetzt in den nächsten Tagen. Erstens spiele ich das und zweitens. Ich bin nicht auch auf Cyber
Punk oder hier, was hast du nicht gesehen, dieses Ding, ich hype mich nicht in Jahre oder Monate oder Jahre, Cyberpunk mittlerweile schon Jahre vorher, da hype ich mich nicht, weil es ist ein Game, Cyberpunk, das kommt, weiß ich nicht wann raus, wann kommt das raus, nächstes Jahr, übernächstes, überübernächstes, übernächstes 2022 vielleicht, wir wissen es nicht, mal wann es rauskommt, also finde ich das schon, wir wissen nicht mal das Jahr. Finde ich schon ein bisschen mich gehypt. Ich bin nicht mal auf The Last of Us 2 gehypt, obwohl The Last of Us 1 für mich mein Lieblings-PS3-Spiel ist. Das liegt aber einfach daran, dass ich nicht mal weiß, wann es rauskommt. Ich glaube, das nächste Mal, so, weiß ich nicht. Aber was ich so ein bisschen gehypt bin, ist Days Gone. Da ist ja schon das zu sehen. Da sieht man einen Fortschritt. Da ist mittlerweile schon ein bisschen was zu sehen. So, bei Last of Us natürlich hat man auch schon was gesehen, dieses Gameplay-Video. Ich habe es noch ein bisschen angeguckt, tatsächlich nicht komplett. Weil, muss ich vielleicht mal machen. Vielleicht mache ich das nochmal. Vielleicht kann ich mir das. Ja, kann ich mal machen. Gehen wir das mal. Aber bin ich komplett angeguckt. Und wir haben es geschafft. Ende. Nein, die da. Die Straße ermüdet diesen Khajiit. Ich heiße euch willkommen, Freund. Wie kann ich euch behilflich sein, euch zu machen? Der war die Khajiit. Ah, okay. Nichts Interessantes, also gut zu wissen. Mach dich langsamer. Ja. Aber merke ich gar nicht. Wenn man bestimmt merken, wenn ich jetzt leichtes tragen würde. Vom Spielgefühl her, aber so. Es ist mir egal. Ich heiße Nils. Ich bin der Koch. Oben im Haus Kerzenschein. Hey. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Oh ja, also wenn man das Finanzbuch gefälscht. Hey, ne? Müsst ihr mich ausgerechnet jetzt behelligen? Ich hab's fast raus. Ich habe das Fläschchen, aber es ist beschädigt. Das entspricht sämtlichen Beschreibungen des Fläschchens, die ich in den Überlieferungen gefunden habe. Aber wenn es ausläuft, werden wir es nie erfahren. Wie habt ihr es denn geschafft, es zu beschädigen? Das habe ich nun davon, dass ich es nicht selbst geborgen habe. Es war so, als ich es gefunden habe. Das dachte ich mir. Ihr besitzt wohl auch gar nicht die nötigen Kenntnisse, um das Fläschchen beschädigen zu können, selbst wenn ihr wolltet. Wie dem auch sei, damit wäre dieses Thema beendet. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet. Ich bin nicht in der Stimmung, Gäste zu unterhalten. Ihr findet sich ja selbst hinaus. Hier, das ist für eure Mühen. Fünf Gold hinzugefügt, ja geil. Ich möchte euch für eure Hilfe danken. Ich weiß, dass mein Meister manchmal etwas kurz angebunden sein kann. Ich hab nicht viel für Leute übrig, die nur hier herumlaufen. Norena hat mir nur 5 Septime gegeben. Ach, das tut mir leid. Auch wenn das Fläschchen beschädigt war, glaube ich, dass eure Bemühungen eine Belohnung verdienen. Wenn ihr mich nun entschuldigen wollt, ich möchte mich um Norelion kümmern. Ich kann dafür sorgen, dass er an seinen letzten Tagen weniger Schmerzen leidet. Ja, das war schon mal eine ordentliche. Das ist nur in Ordnung. Das ist ja mit der 5 Septime. Mein Meister ist etwas aufbrausend, aber ich habe schon so viel von ihm gelernt.